Ja, liebe Freundinnen und Freunde der Bielefeld-App, Berliner gehören für viele zum Rosenmontag einfach dazu. Wir von der Bielefeld-App hatten ein kleines Gewinnspiel. Wir haben gefragt, wo gibt es die besten Berliner? Bevor ich die Antwort verrate, ich habe bei mir die Gewinnerin. Am besten stellst du dich einmal selber kurz vor. Hallo. Ja, hallo. Ich bin Anna aus Bielefeld und ja, hatte das große Glück, die Berliner zu gewinnen. Weil du auch das getippt hast, was die meisten getippt hast. Ja. Was war dein Tipp? Pollmeier. Pollmeier. Und darum sind wir jetzt hier auch genau bei Pollmeier. Was hast du für ein Verhältnis zu Berlinern? Ja, eigentlich eher traditionell zu Silvester, dass wir uns da Berliner kaufen. Und gerne auch die mit Zuckerguss oder auch die leckeren Champagner-Berliner. Ansonsten, ja, immer mal wieder. Und hattest du auch schon mal das zweifelhafte Vergnügen, in einen Berliner mit Senf zu beißen? Nein, das hatte ich leider bzw. zum Glück noch nicht. Denn auch die Tradition soll es ja geben, um den einen oder anderen Senf-Berliner unter die Berliner zu mischen. Hier ist das nicht der Fall. Was hast du denn gewonnen? Ich habe 10 Berliner gewonnen bei der Bäckerei Pollmeier. Passend ja. Zum Rosenmontag. Dann wünsche ich dir natürlich guten Appetit bei deinen Berlinern. Danke Dankeschön. Dir für das Gespräch und komme zu meinem nächsten Gesprächspartner, denn neben mir steht Hanno Lechtermann. Hallo, guten Tag. Lechtermann deswegen, weil die Berliner bei Pollmeier kommen aus der gemeinsamen Backstube. Aus der gemeinsamen Backstube Lechtermann und Pollmeier, ganz genau. Genau. Und an der Stelle kann ich schon mal verraten, wir unterhalten uns nicht darüber, wie die Berliner gemacht werden. Aha. Denn ich komme am Donnerstag in die Backstube und da gucken wir uns das genau an. Okay. Aber ganz wichtig, Berliner ist ja inzwischen nicht mehr ganz Berliner. Der klassische Berliner ist der mit Zuckerguss, so kennt man es von früher. Aber was gibt es heute alles? Die beiden traditionellen sind die gezuckerten mit Zucker oben drauf, dem normalen gestreuten Zucker, dem glasierten Zucker, also mit Guss, mit weißem Guss. Ansonsten, was das Herz begehrt, Eierlikör, Champagner, Schokoladen-Berliner, da ist der Vorstellungskraft keine Grenzen gesetzt. Läuft der Berliner denn im Sortiment das ganze Jahr oder ist das mehr so ein Sortiment, Saisonsortiment? Der Berliner hat seine Highlights, seine Peaks natürlich, die sind zu Silvester und zu Karneval. Ansonsten haben wir schon das ganze Jahr über die eine oder andere Berliner Sorte im Sortiment, ja. Ich tue mich selber immer ein bisschen schwer damit, als gebürtiger Berliner. Bei uns in Berlin heißt das Pfannkuchen. Genau. Aber hier ist es natürlich der Berliner. Ist der Berliner, genau. Der Berliner. Wenn man an Silvester oder Karneval Berliner haben möchte, muss man die vorbestellen oder? Man muss das nicht, man kann das. Das erleichtert allen Beteiligten, unter anderem auch den Damen und Herren in den Fachgeschäften, die Disposition natürlich. Aber man kann zu jedem Fachgeschäft von Lechtermann und Pollmeier gehen und sagen, ich möchte den Berliner oder jenen auch in größerer Stückzahl, kein Problem, haben wir vorrätig. Ganz persönliche Frage, mögen Sie Berliner? Aber immer. Und gibt es bei Ihnen, ich habe das eben angesprochen, gibt es die mit Senf bei Ihnen auch? Oder? Nein, mittlerweile nicht mehr, weil natürlich das kann mal ein Gag sein und das wird von dem einen oder anderen auch positiv aufgenommen. Aber wir haben in der Vergangenheit auch schon mal negative Stimmen gehört, da haben wir gesagt, wir wollen niemanden verärgern, wir machen keinen mit Senf. So, jetzt haben wir heute Rosenmontag. Es ist zwar sehr stürmisch draußen, ja, traditionell, aber wir haben es gesehen, hier in der Auslage liegen noch Berliner. Das heißt, wer heute noch Berliner haben möchte und meint irgendwie, jauschrömt, gehört dazu, ich habe noch keine, kann in den verschiedenen Lechtermann- und Pollmeier-Filialen noch vorbei. Der kommt zu Lechtermann und Pollmeier, kommt da vorbei und kann dir leckeren Berliner erwerben. Sehr schön. Das als kleiner Hinweis und Tipp an der Stelle. Ich bedanke mich auch hier sehr schon gerne. Mal für das Gespräch. Dank, Am Donnerstag sehen wir uns wieder in der Backstube. Da gucken wir uns an, wie die Berliner entstehen. Ich wünsche von hier aus erstmal einen schönen Rosenmontag noch und immer dran denken, du, die Stadt, die App, die Bielefeld-App, wissen, was los ist. Und ich zeige euch nochmal die lecker Berliner.